Alleine oder mit Freunden oder Familie verreisen? Also ich würde immer sagen, mit Freunden oder Familie verreisen, weil ich Gemeinschaft einfach liebe und meine Freunde und meine Familie liebe. Eine Freundin von mir ist jetzt gerade alleine verreist und tatsächlich finde ich das ganz spannend. Mhm. Also muss ich sagen, hätte ich auch mal Bock drauf. Ist neu für mich, aber irgendwie würde ich es auch mal gerne erleben. Wohin ist sie gereist? Teneriffa. Ach cool, auch voll schön. Total schön. Doch, ich würde das auch gerne mal machen. Würde mich auch mal interessieren. Camper oder Wellness-Hotel? Ja, mittlerweile, also ich musste früher immer zelten, deswegen habe ich Zelten gehasst. Deswegen hätte ich immer das Hotel bevorzugt. Aber mittlerweile, muss ich gestehen, finde ich Camper die schönere Wahl. Online oder Flugmodus? Flugmodus. Mhm. Thailand oder Island? Das ist schwer zu sagen. So verschieden. So verschieden. Und so anders und so toll. Beides so toll und so anders. Kommt darauf an, wofür man reist. Wenn man sich an den Strand fläzen will und in der Wärme entspannen will, dann definitiv Thailand. Und wenn man ganz viele tolle, nette, liebe Menschen treffen will, was man in Thailand auch kann. Aber Island ist wirklich, was dieses Community-Gefühl ausmacht, so besonders. Und einfach so die Naturgewalten miterleben will, dann Island. Kam ja auch im Film total toll rüber. Ja. 1 Million Minuten am Stück den Traum verfolgen oder im Alltag immer wieder kleine Glücksmomente schaffen? Ich glaube, das Zweite. Mhm. Ja. Dann danke ich dir, liebe Caroline, dass du mit mir dieses Spiel gespielt hast. Und ja, danke euch fürs Zuschauen.